Eine Flöte, die Feinde zum Guten verwandelt. Das wünschen sich viele Kinder. Der Prinz Tamino besaß so eine. Damit begab er sich auf die Suche nach Pamina, der Tochter der Königin der Nacht. Begleitet haben ihn dieses Mal hunderte Kinder, als die Zauberflöte am Theresienplatz zum Leben erwachte. Aufgeführt von der Pasinger Fabrik, Münchens kleinstem Opernhaus. Es hat mir ganz gut gefallen, es war spannend und lustig. Ja. Also mir hat es auch ganz gut gefallen, weil die Schauspieler halt so tolle Kleider anhatten. Ich habe am besten einen Papageno gefunden, der war am lustigsten. Ich habe auch einen Papageno ganz toll gefunden, weil der war halt lustig und die Papageno auch. Die Königin der Nacht möchte ihre Tochter Pamina zurück. Deshalb sollen Tamino und der Vogelfänger Papageno die Tochter finden. Eine Aufgabe, die Tamino gerne erfüllt, denn er ist in Pamina verliebt. Papageno findet diese im Reich des Fürsten Sarastros, während Tamino gefangen wird. Als der Vogelfänger und die Dame die Flucht ergreifen, stoßen sie auf den Fürsten. Damit es doch noch zu einem glücklichen Ende kommt, müssen Tamino und Papageno mehrere Prüfungen bestehen. Die Geschichte fesselte die Kinder und war ein gelungener Auftakt der Schlaflosnacht in der Innenstadt.